Erstmal umziehen. Uhr geht ja mal gar nicht, die ist hässlich. Schade, können wir hier nicht trainieren. Ich hätte jetzt gerne nicht den Boxsack abgeschlagen, aber geht nicht. Drei Triadenaktivitäten. War das jetzt der falsche? Ne, den Lieferanten muss ich identifizieren. Gut, das war der richtige. We got them, we got them. Und auch hier haben wir den richtigen. Kriminalbeamter. Nice. 10.000. Und noch einmal. Wir machen echt Fortschritt bei dem Ganzen hier. Der hat einfach auf Müll geparkt. Naja, gut. Auch das war der richtige. Nice. Gleich sind wir Stufe 10. Hört sich doch gut an. Irgendwo auf dem Schiff hier war. Noch ein Tresor habe ich vorhin gesehen. Da oben ist auf jeden Fall Geld. Bei uns kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Und wir haben jetzt einfach ein Hausboot. Nice. Finde ich cool irgendwie. Dort oben ist der Tresor. Where are your manners? Ich habe keine Manieren, ich bin schließlich Weishen. Hey, you want fish? Und was haben wir hier? 5.000. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja.
mal kurz zu dem Boot rüber schippen. Und 50.000 oder so mitnehmen. Nice. We are pretty rich. 800.000. Könnten wir uns eigentlich den Rolls Royce endlich gönnen? Den ich ja schon lange gerne mal möchte. Hier sieht's auch ziemlich clean aus mit den Pickups. Abgesehen vom Friedhof. Ich könnte mal zum Friedhof fahren oder auch hier zu Tujins Haus. Und das noch einsammeln, weil dann haben wir, glaube ich, fast alles. Morgendliches Begräbnis. Jetzt gibt es hier neue Sachen. Cop-Job. Neue Cop-Jobs, okay, wieso nicht? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Patrol is calling for backup. Suspects are returning fire in heavy volumes. We're on route, over. Warte. Oh wait, ich komm gleich. Ich möchte den Tresor öffnen. Für das habe ich eben Zeit. So, das war's. Hong Kong Police, don't move. I can't believe we walked away from that one. Nice, dann hätten wir. Komm, Stufe 10 bitte. Ah, nicht ganz. Polizeiscanner in ihrem sicheren Haus. Aber wir haben doch noch eine neue Akte. Wie hieß der Typ? Tujin Zhao, genau. Sanon Yi, Red Pole seit 1981. Tujin Zhao kontrolliert das illegale Glücksspiel und diverse Import-Export-Aktivitäten. In den letzten Jahren hat er sich von der gewalttätigen Straßenkriminalität abgewandt, um sich verstärkt der Wirtschaftskriminalität zu widmen. Angeblich betreibt er irgendwo in Central eine hochwertige Falschmünzerei sowie Anlagen zur Herstellung gefälschter Kreditkarten. Die in Nordamerika und auf dem chinesischen Festland ausgelesenen Nummern werden in Hongkong zur schnellen Ausbeutung vervielfältigt. Tujins Versuch, in den Handel mit DVD und Software-Raubkopien einzusteigen, endete 2005, vergleichsweise abrupt. Laut eines unserer Informanten war er ein Interessenskonflikt mit Sony Wu und Big Smiley der Grund für seinen Rückzug. Es heißt, dass vor allem Big Smileys Drohungen Tujin dazu bewogen, sich aus dem überaus profitablen Markt zurückzuziehen. Die Auswirkungen auf die Machtstrukturen innerhalb der Sanon Yi sind unklar. Ah!
Mittlerweile bin ich ziemlich stark, würde ich sagen. Oh, sein Kopf hängt in der Wand fest. Und wir sind ziemlich reich. Fast 1 Million. Und da kommt schon der Krankenwagen für die Idioten. Wenn die sich halt festfahren, dann kann ich halt auch nichts machen. Undercover Polizeifahrzeug 20.000. Sorry, ich müsste mal kurz dein Auto beschlagen haben. Danke. Heute machen wir ziemlich Fortschritt. Ja, was ist denn wieder los? Hey Big Eddie! What's the mission? I've got a big shipment of dope for the mainland. I need to get it to the ferry safely. 18K is coming after it. Can you ride shotgun? Keep them off my back? Let's do it. Let's go! Was? Ich muss schießen? Here they come! Behind us! Nice shot! Good one! Yeah! Hit that fucker! That's got to hurt! That's shit! Behind them! Oh yeah! Wie viele da kommen? Schwede. Up ahead. Das wird schlecht enden. Wie viele kommt da bitte noch? Boah, was für ein Schlachtfeld! Mein Auto müsste schon längst zerstört sein. Up ahead! Ja,
War's das endlich? Ja, das war's. Ja, das war's doch nicht. Alter Schwede. Love is love. Adios.